mit Produkten aus der Region für die Region. Grüezi miteinander. Bienenstich habe ich als Kind nur aus der Konditorei gekannt. Hier und da hat es gegeben, dass Besuch einen so geheimnisvollen weissen Karton mitgebracht hat. Und dort drin waren die Köstlichkeiten. Heute mache ich das selber. Ich backe immer mit dem regionalen Zopfmehl. Das gibt einen geschmeidigen Teig und hat eine gute Kost. Mahlen tut das der Guido Wicki aus Schöpfen. Seine Mühle ist bereits im Jahr 1550 als Kratzermühle urkundlich erwähnt worden. Für den Bienenstich brauche ich ein halbes Pack Zopfmehl. Die Vollmilch und der Bio-Vollrahm produziert Schweizer Milch aus. Das Freilandei liefert den Paul Blum von Gunzm. Den Waldhonig gibt es unter anderem vom Albert Stirnimann von Buri. Und dann brauche ich noch Trockenhefe, Salz, Anke, Zucker, Mandeln und Vanillecreme. Das Mehl, die Hefe, Milch, den Anke, den Zucker, das Ei und den Prise Salz gebe ich in eine Schüssel und lasse zu einem glatten, leicht klebrigen Teig verkneten. In der Küchenmaschine geht das etwa eine Viertelstunde. Dann tue ich das abdecken und lasse an einem warmen Ort aufgehen, bis er die doppelte Grösse hat. Das geht so 30 bis 60 Minuten. Das knete ich jetzt noch mal locker durch, gebe es in die Springform, streiche es glatt und lasse das noch ein bisschen gehen. In der Bratpfanne schmelze ich den Anken zusammen mit dem Honig und dem Mandelscheibli. Dann muss das abkühlen. Wenn es lauwarm ist, verteile ich das auf den Teig. Dann gebe ich in den kalten Ofen, stelle auf 170 Grad ein und backe etwa 25 Minuten. Manchmal tropft der Belag unten raus. Darum gebe ich ein Backblech mit einem Backpapier darunter. Den Kuchen muss ich das Ganze abkühlen. Ich schlage den Rahmen steif und mische ihn unter die Vanillecreme. Dann halbiere ich den abgehaltenen Kuchen in der Mitte und schneide den oberen Teil gerade in Stückchen. So geht es nachher besser zum Abschneiden. Den Boden habe ich auf die Tortenplatte gelegt. Dann mache ich den Ring von der Springform drumherum und verteile die Vanillecreme drauf. Die einzelnen Stückchen lege ich jetzt auf die Creme. Und dann geht das für mindestens eine Stunde im Kühlschrank. Jetzt ist der Bienenstich parat. Auf das Dessert freue ich mich. Und dann noch etwas. Das war schon die 100. Sendung von Jeanette Koch. Das ist doch kaum zu glauben. Zum Jubiläum verlosen wir 10-mal einen 100-Franken-Migros-Gutschein und 50 Rezeptbüchli. Alle Details finden Sie ab jetzt bis zum 23. März auf meiner Homepage jeannettekoch.ch. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Glück bei der Verlosung und einen schönen Frühlingsanfang. Bis zum nächsten Mal. Jeanette kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region.